Erinnern und mitmachen. Dazu möchten Ernst Albert Nether, Nachfahre der Zeitzer Kinderwagenfabrikanten, und Sibylle Penzek vom Stadtarchiv Zeitz aufrufen. Wir haben ein Projekt in Zeitz gestartet mit dem Stadtarchiv, in dem es um ein ganz bestimmtes Haus dieser Stadt geht, nämlich um ein Haus, das um 1900 gebaut wurde, nicht nur sondern genau 1900 gebaut wurde und das eine ganz bemerkenswerte Geschichte hinter sich gebracht hat. Derzeit ist die Villa Steineck allerdings dem Verfall preisgegeben. Ernst Albert Nether geht es allerdings nicht um den Wiederaufbau, denn das hält er, realistisch betrachtet, für illusorisch. Die ersten 45 Jahre war dieses Haus Unternehmer, Residenz der angesehenen Familie Nether. Mein Urgroßvater war der Erfinder des geschobenen Kinderwagens oder der Begründer der deutschen Kinderwagenindustrie. Und die, beziehungsweise seine Söhne, hatten dieses Haus gebaut. Und es war dann bis 1945 deren Familiensitz. Auch ich wurde dort geboren, 1936. Nach dem Kriege dann, wie so vieles, das brachte der Lauf der Geschichte mit sich, wurde dieses Haus enteignet. Und jetzt beginnt ein sehr bemerkenswerter zweiter Teil der Geschichte. Nämlich, es wurde zum Haus des Volkes. Es wurde geöffnet. Sie können hier in der Stadt herumgehen und Menschen fragen, sie werden bei mindestens jedem zweiten hören, in diesem Haus bin ich gewesen, da habe ich was erlebt, da habe ich geheiratet oder da habe ich die Jugendfeier gemacht oder da bin ich ausgezeichnet worden, da habe ich Schach gelernt. Und dies wollen wir festhalten und dazu brauchen wir die Unterstützung der Zeitzer. Machen Sie also mit, steuern Sie Erinnerungen, Erlebnisberichte, Fotos, Zeichnungen bei und übermitteln Sie diese dem Stadtarchiv Zeitz, damit diese Bilder hier auf YouTube nicht die letzten oder einzigen Erinnerungen bleiben. Ja, wir wollen ja zum Tag der offenen Tür am 21. November diesen Jahres wollen wir eine Fotodokumentation präsentieren zu unserem Projekt, also zur Villa Steineck und zum Kulturhaus Weltfrieden. Und das soll natürlich möglichst umfangreich sein. Wir wollen dort alle Facetten dokumentieren, wir wollen alle Zeiträume belegen können und zeigen. Die Zeitzer sollen sich erinnern an schöne Stunden, die sie dort verlebt haben. Wir sind ganz begeistert davon, welche Resonanz wir erfahren haben unter den Zeitzern. Also es haben uns schon ganz viele Zeitzer berichtet, mit welchen Erinnerungen sie dieses Haus verbinden, was sie im Weltfrieden erlebt haben, was sie dort mitgestaltet haben. Es sind uns viele Fotos übergeben worden zu Familienfeiern, Zirkelarbeit im Weltfrieden, im Kulturhaus, im Jugendclub, Diskothekbesuche. Also diese ganze facettenreiche Überlieferung. Aber es gibt eben immer noch ein paar weiße Flecke in der Geschichte und die gilt es noch zu schließen. Die wollen wir noch mit Farbe beleben. Das betrifft sehr stark die Jahre nach 1945 und die 1980er. Doch auch zu allen anderen Jahrzehnten ist Material immer herzlich willkommen. Auch Zeitzeugenberichte, also kleine Erlebnisberichte. Was habe ich wann im Weltfrieden erlebt? Was ist mir noch ganz besonders in Erinnerung geblieben? Was möchte ich der Nachwelt dokumentieren überlassen? Damit sich auch die jungen Menschen, die das Haus eigentlich jetzt so von der nicht so schönen Seite, von der aktiven Seite nicht so erleben, dass die sich da reindenken können. Ja, wie vielseitig war das Leben dort? Was hat man dort erleben können? Was hat man präsentiert? Was hat man geboten? Das ist ganz wichtig. Also wir wollen diese ganze Facette des Weltfriedens, des Kulturhauses Weltfrieden dokumentieren und belegen. Kontakt zum Stadtarchiv Zeitz finden Sie unter anderem über die eingeblendete Internetadresse. Oder man kann einfach anrufen und sagen, ich habe da was oder ich möchte euch was erzählen. Und auch wenn man das für noch so alltäglich hält, es lohnt sich. Wir wollen alles wissen.